Am Montag die größten Gewinne an der Wall Street seit Juni, gestern dann Rücksetzer eben an der Wall Street und heute dürfte eine Erholung einsetzen. Warum? Weil es neuen Impfstoffoptimismus gibt, denn Joe Biden, der US-Präsident, hat gestern nach Börsenschluss gesagt, ja, es sieht so aus, als würden wir bis Ende Mai alle Amerikaner impfen können. Bisher war die Rede eigentlich Ende Juli vielleicht frühestens, also 2 Monate vorher. Und das sorgt natürlich für Optimismus. Das bedeutet, diese ganze Corona-Geschichte könnte etwas früher sich entspannen in den USA als gedacht. Und das sorgt für Konjunkturoptimismus, das sorgt für Optimismus an den asiatischen Märkten. Und vielleicht kann der DAX sogar heute ein neues Allzeithoch erreichen, wenn er diese Vorlage wird aufnehmen können. Es ist auch bedingt durch die Kooperationen, die in den USA der Fall sind, zwischen den Pharmakonzernen, hier zum Beispiel Johnson & Johnson mit Merck und so weiter und so fort. Auch in Deutschland gibt es ja eigentlich gar nicht zu wenig Impfstoff. Uns fehlt nur die Logistik des Transports, der Verimpfungen etc. Das ist die große Schwierigkeit. Die Amerikaner haben das inzwischen, weil sie früher angefangen haben, weil sie die Zulassungen früher gegeben haben, früher eben agieren können. Dementsprechend sind sie deutlich weiter und das zeigt sich auch in den Konjunkturdaten übrigens ziemlich gut. Wir sehen hier die Güterkonsum, den Güterkonsum in UK, in Deutschland und in den USA und sowohl in Deutschland als auch in UK aufgrund des Lockdowns geht es nach unten. In den USA geht es relativ deutlich nach oben. Das sehen wir hier übrigens auch bei den Kreditkarten, hier Daten von JP Morgan. Da waren wir auch zunächst mal abgesagt, aber in letzter Zeit geht es deutlich nach oben. Heute interessante Daten, ja erstens die Vorausschau für die großen Arbeitsmarktdaten am Freitag, die ADP-Arbeitsmarktdaten, heute 14.15 Uhr, um 16 Uhr dann der ISM-Index Dienstleistung aus den USA. Wichtige Daten, die so ein bisschen zeigen, in welche Richtung geht das. Jedenfalls sehen wir, dass die Amerikaner natürlich jetzt deutlich optimistischer sind, während die Deutschen noch als Musterknaben in der ersten Corona-Welle galten, sind wir jetzt doch ziemlich doof dastehend, muss man sagen, Impfungen etc., das ist ja alles kein Ruhmesblatt und wir sehen hier, gerade in den USA sind es die unteren Einkommensschichten, die mehr profitieren und mehr konsumieren, eben in Erwartung dieses Stimulus-Schecks. Mehr als ein Viertel der Einkommen der Amerikaner sind bereits aus staatlichen Quellen, also Helikoptergeld, wenn man so will. Das könnte der neue ganz große Trend werden, aber wir sehen in den USA ja schon deutliche Lockerungen überall. Teilweise gibt es gar keine Einschränkungen. Bank of America sagt jetzt so, wir erwarten, dass die Zahlen wieder nach oben gehen. Und heute auch die Zahlen aus Deutschland, die Zahlen in Sachen Corona, die Zahlen aus Deutschland waren heute auch nicht gerade berühmt. Also es könnte sein, dass wir sozusagen dann wieder, naja, zumindest steigende Zahlen bekommen, damit steigende Sorgen vor einer weiteren Ausbreitung des Virus, trotz der Impfungen. Ich hatte vorhin gesagt, wir stehen nicht so gut da. Angela Merkel ist jetzt massiv unter Druck. Da ist derzeit die Stimmung so ein bisschen gegen Angie, die ja sozusagen die Hardlinerin ist mit dem Markus Söder aus Bayern. Und die Angie, die hat jetzt das Problem, dass die Leute einfach keinen Bock mehr auf Lockdown haben. Und sagen, so, jetzt ist mal Schluss, Angie. Und da wird heute ja die Entscheidung fallen, wie es weitergeht. So, was bisher durchgedrungen ist, dass es bis Ostern so bleiben wird mit einigen Lockerungen. Mehr Haushalte können sich treffen, beziehungsweise diese ganz rigiden Vorgaben werden ein bisschen aufgeweicht. Aber im Grundsatz ändert sich nicht viel. Nicht viel ändert sich auch in der Reaktion der EZB auf diese ganze Geschichte. Wir haben jetzt ein neues Allzeithoch bei der Bilanzsumme der EZB und sehen über 7 Billionen, damit 71,3% des BIPs der Eurozone. Die Fed hat die Hälfte mit 35%, auch die Bank of England in diesem Bereich, während die Bank of Japan, unser allergrößtes Vorbild Japan, das ist der Weg, den wir so oder so beschreiten, Alterung der Gesellschaft etc. Bei 129% ist sehr, sehr sportlich, also wir haben da Luft. Kommen wir mal zu den Aktienmärkten, zu den Geschehen. Gestern sehen wir hier, es war Information Technology, das am stärksten unter Druck war, also der Tech-Sektor, aber im Grunde alle Sektoren außer Materials gestern an der Wall Street negativ.
Wir sehen dann vor allem aber auch, dass wenn wir jetzt am Montag ja diese massive Rallye gesehen haben, wenn an einem Montag oder wenn ein Tag mit über 2% schließt an einem Montag mit Plus, dann ist der Dienstag fast überragend wahrscheinlich negativ, gibt es also Gewinnmitnahmen, aber es ist dann eben auch so, dass der Mittwoch statistisch gesehen in 2/3 aller Fälle positiv ist, das sehen wir hier. Dementsprechend könnte es sein, dass wir die Verluste, die wir gestern gemacht haben, so ziemlich genau aufholen. Das würde dann dem statistischen Mittel durchaus entsprechen. Wir haben weiterhin, und das ist etwas, was wir im Februar gesehen haben, Value outperformed Growth, also die Corona-Verlierer outperformen die einstigen Corona-Gewinner, nämlich die Tech-Werte. Und wir sehen hier zum Beispiel, Tesla ist eher schwach auf der Brust und ARKK, dieser Innovation Fund von Cathie Wood, die sehr stark in Tesla investiert, die sehr stark in Bitcoin investiert, damit nach meiner Auffassung Klumpenrisiken hat, denn Tesla und Bitcoin läuft einigermaßen parallel. Hier sehen wir auch eine Warnung von David Wehner von Facebook, der sagte, das ist der CFO, also ein hochrangiger Manager von Facebook, der sagte, ja, also wenn jetzt die Wirtschaft sich erholt, dann wird es schwieriger zu wachsen für Facebook. Und nochmal hier zu ARK Invest, also dieses ETF, das gilt vielen inzwischen so als eine Art GameStop Lite mit etwas weniger Risiko. Hier sehen wir Cathie Wood, die eben, wie gesagt, Tesla kauft, jetzt nachgekauft hat, Bitcoin permanente kauft, und wir sehen hier, dass also in sozialen Medien inzwischen richtig Betrieb ist, da wird Werbung gemacht für dieses ETF, so als eine Art GameStop-Lite-Variante, wie gesagt, wird das gesehen. Gleichwohl, die Tech-Werte sind extrem teuer, der Markt ist insgesamt ja nicht gerade billig, aber wir sind jetzt im Grunde bei einem Preisniveau, das wir auf dem Hochpunkt der 2000er-Blase hatten. Es gibt ja inzwischen einen größeren Prozentanteil von Tech-Firmen, die keine Gewinne machen, als eben auf dem Hochpunkt der Dotcom-Bubble. Das muss man sich mal vorstellen. Und apropos GameStop, Cathie Wood, Light-Version. Könnte durchaus sein, dass die Aktie jetzt nochmal vor dem Verfall der Optionen am 19. März, müsste das sein, nochmal nach oben schießt. Denn jetzt ist Folgendes passiert, es werden massiv sogenannte Naked Calls gekauft, also ungedeckte Wetten auf steigende Kurse per Optionen. Und da war doch viel die Rede bei den To The Moon, bei den Anhängern von GameStop in Wall Street Bets Reddit Forum. Oh, Naked Shorts, es gibt mehr leerverkaufte Aktien, als es eigentlich am Markt gibt. Und diese Naked Shorts, das sei doch ganz, ganz schlimm. Aber Naked Calls, das kauft man und findet das nicht schlimm. Also man kauft faktisch eine Aktie, die man selber nicht hatte. Während man vorher eben sehr moralisch war, ist man jetzt ein bisschen weniger moralisch. Aber es könnte eben dazu führen, dass sozusagen eine absolute Knappheit an GameStop-Aktien am Markt existiert, weil hier Leute hochgehebelt mit reingehen, dann die Market Maker vielleicht darauf reagieren müssen. Das könnte also ein Geschehen werden, das die Hedgefonds dann nochmal unter Druck bringt. Und gestern, das neueste Reddit-Baby ist jetzt Rocket, diese Aktie massiv nach oben geschossen. Auch hier ein Short Squeeze, also wir werden solche Muster wahrscheinlich nochmal sehen. Kommen wir zu diesem Rendite-Anleihe-Bereich. Ich hatte gesagt, ja, wenn jetzt eigentlich diese Impfungen wirklich schneller vorangehen als erwartet in den USA, dann dürfte eben diese Pandemie auch schneller bekämpft werden können, was zu einer schnelleren Erholung der Wirtschaft führt. Aber wir haben ja das große Inflationsthema. Die Inflation wird ansteigen. Das ist ja das Thema, das die Märkte bewegt mit dem Anstieg der Renditen. Wenn also jetzt die ganze Geschichte vorgezogen werden kann, Öffnung der Wirtschaft, keine Einschränkungen mehr etc., dann dürften eben auch die Inflationserwartungen nach oben gehen weiter. Und das könnte wiederum die Renditen steigen lassen für Staatsanleihen. Und das ist sozusagen jetzt der interessante Punkt. Jedenfalls sehen wir, dass der Move, also die Volatilität der Anleihen, des Anleihemarktes zurückgegangen ist und damit auch der VIX, also die Vola der Aktienmärkte, zurückgegangen ist. Da gibt es eine Korrelation. Und jetzt hat auch die Fed sich deutlich geäußert, hier in Gestalt von Madame Daly, San Francisco Fed Chefin, die gesagt hat, ja, also Yield Curve Control, das machen wir eher nicht, sondern wir könnten QE, Operation Twist, als erstes Tool nehmen, also praktisch die durchschnittliche Anleihe, den Kauf der Anleihen mit etwas längerer Laufzeit forcieren. Und sie sagt hier, also bevor wir uns jetzt vor Inflation fürchten, sollten wir doch eigentlich fürchten, dass hier Millionen von Jobs auf dem Spiel stehen,
Träume, Hoffnungen auf dem Spiel stehen. Also da sollten wir viel sorgsamer sein, viel ängstlicher sein, dass diese Träume kaputt gehen, als dass die Inflation ansteigt. Naja, wenn ihr das in den Griff kriegen könnt, dann vielleicht, aber wir wissen es nicht. Goldman Sachs ist jetzt rausgekommen, hat gesagt, okay, wir erwarten, dass im April jetzt der Hochpunkt der Inflation sein wird mit 2,4% und dann geht das wieder nach unten, weil dann dieser Sugar Rush vorbei ist. So meint Goldman Sachs, und es gibt jetzt auch Guggenheim, die sagen, ja, also Leute, das kann zwar kurzfristig noch nach oben gehen mit der Rendite, wir erwarten aber, dass die 10-jährige US-Staatsanleihe bald wieder negativ rentieren wird, also unter Null fallen wird. Das wäre natürlich eine interessante Wette. Interessant ist auch, dass wir in den Emerging Markets sehen, dass die Aktienmärkte dort überhaupt nicht mehr gut laufen und das, obwohl der Dollar noch nicht wirklich stark geworden ist, aufgrund der steigenden Renditen, aber wir sehen eine ziemliche Underperformance der Emerging Markets, nachdem es seit Sommer eigentlich sehr, sehr gut lief dort, besser als in den sogenannten Developed Markets des Westens also. Und abschließend vielleicht noch ein kleiner Hinweis, Bitcoin, hier gibt es ja die Diskussion, hier hat jetzt die innere Mongolei, eine Provinz Chinas, gesagt, okay, wir werden Bitcoin Mining verbieten aufgrund des großen Energiebedarfs. Jetzt sagen ja viele Bitcoin-Freunde, ja, was Energiebedarf, das sei doch bei Gold noch viel schlimmer. Das sei vor allem auch so, dass hier sehr viele regenerative Energien eingesetzt werden und dann wird dann auf irgendwelche Beispiele in Chile oder in Paraguay, wo mit regenerativen Energien gearbeitet wird, verwiesen. Aber es ist eben so, dass China für 65% mithin, also für 2/3 des gesamten Bitcoin-Minings, steht, davon 8% in der inneren Mongolei. Warum? Weil der Strom da so günstig ist und in China wird ja überwiegend noch mit Kohlekraft gearbeitet. Also in der Summe ist das in der Energiebilanz jetzt nicht so hübsch, wie mancher vielleicht meint. Ich weiß, jetzt gibt es wieder den Shitstorm. Fuckmann hat keine Ahnung, informier dich doch mal, das tue ich. Ich habe mir jetzt das Buch Der Bitcoin-Standard zugelegt, meine Damen und Herren. Also Sie sehen, ich arbeite ganz konkret an meiner Unwissenheit und an meinem Unglauben. Und das ist doch mal eine Leistung, gell? Dass man also gegen den eigenen Unglauben mal versucht anzukämpfen. Also wir sehen, dass jetzt wieder dieser Optimismus da ist. Montag starke Rallye, gestern Gewinnmitnahmen, jetzt wieder Erholung. Die Frage ist, wie weit geht das? Die Frage, zentrale Frage ist, was macht der Dreh- und Angelpunkt? Nämlich die Renditen für Staatsanleihen und hier besonders die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe. Das wird darüber entscheiden, ob diese Rallye jetzt so weitergehen kann heute oder ob dann schon bald wieder Schicht ist und wir sozusagen dann wieder Gewinnmitnahmen der Gewinne sehen. Das ist das, was ich Ihnen heute mit auf den Weg gebe und sage 14, 15, 16 Uhr die Daten aus den USA bei Finanzmarktwelt. Servus und ciao.